Hallo, du interessierst dich für ein Tuch, weißt aber nicht, was für eins oder weißt nicht, wie es heißt, bei den ganzen Namen. Ob jetzt Yogatuch, Vertikaltuch, Tuchschlaufe, Hammock, Silks, Fabrics, Schaukeltuch, Schlaftuch, Entspannungstuch. Kein Problem, das kann schon mal gerne überfordern. Es gibt mittlerweile so viele verschiedene Tücher auf dieser Welt. Da helfe ich dir gerne weiter. Hier im Luftakrobatik-Shop haben wir hauptsächlich drei verschiedene Tücher. Das eine ist das Yogatuch, darin sitze ich gerade, beschreibe ich gleich näher. Dann haben wir die Tuchschlaufe, die hängt da schon mal fertig. Und das Vertikaltuch. So, und worin jetzt ganz genau die Unterschiede liegen, erkläre ich dir jetzt. Jetzt sitze ich zum Beispiel gerade in einem Yogatuch. Ein typisches Yogatuch, das zeichnet sich dadurch aus, dass es nicht dehnbar ist, obwohl auch wenig dehnbare Tücher teilweise gerne für Yoga benutzt werden. Es wird ziemlich bodennah aufgehängt und zwar ganz genau hüfthoch. Dann ist ein Yogatuch sehr, sehr breit, sodass man sich ganz, ganz gemütlich drin reinlegen kann und ausstrecken kann. Selbst ich bei meinen großen 1,64 habe hier so viel Platz. Mich sogar mit beiden Armen auszustrecken. So breit ist das. Okay, und wie schon beschrieben, ist ein Yogatuch immer bodennah aufgehängt, um darin Luftyoga zu machen. Luftyoga zeichnet sich darin aus, dass man ganz normale Yogafiguren, die ihr vielleicht auch sonst so kennt, zum Beispiel der herabschauende Hund, ah ja, hier zum Beispiel, ne, hüfthoch aufgehängt, der herabschauende Hund, ja, so kennt ihr vielleicht, dass ihr da alle möglichen Übungen machen könnt. Ihr könnt die Schwerkraft austricksen. Ja. Ihr könnt das Tuch anziehen wie eine Jacke, gemütlich drin stehen und euch dann ganz bequem nach vorne lehnen. Nach hinten, zur Seite, wie auch immer. So schöne Geschichten. Zum Beispiel auch komplett durchdehnen. Ja? So. Die Hüfte mal wieder ein bisschen mobilisieren. Oder sich richtig zu dehnen. Naja, eben ganz gemütliche Yoga-Übungen. So, ein Yogatuch wird typischerweise etwa schulterbreit aufgehängt. An zwei Punkten. Es gibt aber auch Varianten an einem Punkt. Dann dreht man sich mehr. Da komme ich aber gleich mal zu. Das typische Yogatuch wird an zwei Punkten schulterbreit aufgehängt und ist nicht dehnbar. Es wird hüfthoch aufgehängt, ja, und wie gesagt, es ist in der Länge nicht dehnbar. Dafür aber in der Breite, seht ihr hier, ja, dass ihr euch da ganz gemütlich entspannen könnt nach einem langen Alltag. So, für eine normale Deckenhöhe zum Beispiel, die beträgt etwa eine Höhe von 2,50 Meter. Da empfehle ich immer, ein 4 Meter langes Yogatuch zu nehmen. Das hier sind zum Beispiel 4 Meter und das ist aufgehängt und eingebunden erst einmal in Rundschlingen. Ja, das seht ihr hier. Wie das richtig eingebunden wird, dazu habe ich auch schon ein Video im Luftakrobatik-Shop. Findet ihr aber auch auf YouTube. Und ich schicke euch natürlich auch immer eine Anleitung mit, wenn ihr bei uns ein Tuch kauft. Kein Problem. So, diese Rundschlinge, die hängt an einem Karabiner. Da oben seht ihr. Moment, ich steige mal weiter hoch, dann kann ich es besser erklären. Hier stehe ich jetzt gerade mal im Yogatuch. Und ihr seht, wie das eingebunden ist, nämlich in die Rundschlingen. Von den Rundschlingen seht ihr den Karabiner hier als Verbindungsmaterial zur Daisy Chain, wie ihr sie hier so schön seht. Womit sich natürlich die Höhe perfekt einstellen lässt. So, das ist ein Yogatuch. Das eignet sich, wie gesagt, sehr, sehr gut für Luftyoga. Wird natürlich auch als Aerial Yoga bezeichnet. Für Kinder ist es allerdings nicht so spaßig, weil man darin nicht so gut hüpfen kann, weil das einfach nicht nachgibt. Und man kann sich darin auch nicht schön drehen, wenn das an zwei Punkten hängt. Ne? So, wenn ihr das alles haben möchtet und auch noch ein bisschen luftakrobatischer unterwegs sein möchtet, dann
empfehle ich euch die Tuchschlaufe. Die Tuchschlaufe besteht aus fast dem gleichen Material wie das Yogatuch. Sie ist einfach nur ein wenig dehnbarer, wie ihr hier schon sehen könnt. Ja? So, dann wird eine typische Tuchschlaufe auch nicht hüfthoch aufgehängt, sondern greifhoch. Greifhoch bedeutet, ich stehe hier so rum, nehme meine Arme nach oben und greife das Tuch. So, Moment, ich gehe mal ganz kurz eine Etage höher. So, in einer Tuchschlaufe macht man tatsächlich eher luftakrobatische Übungen. Das heißt, schöne Übergänge, man dreht sich ein, man wickelt sich ein, man fällt runter und. Eine Tuchschlaufe ist außerdem an einem Punkt oben aufgehängt. An diesem Punkt ist ein Wirbel befestigt, mit dem sich die Tuchschlaufe auch schnell drehen kann bei Bedarf. Hui! Tuchschlaufen sind also nicht nur für Luftakrobaten optimal geeignet, sondern auch für Kinder. Man kann darin ein wenig mehr springen und toben, sich drehen und schwingen und komplett auspowern. Außerdem sind die tatsächlich auch bei einigen Luft-Yogis beliebt, obwohl sie Tuchschlaufen sind und keine Yogatücher. Werden sie trotzdem gerne als Yogatücher verwendet. So, das ist die Tuchschlaufe. So, jetzt kommen wir zum dritten Tuch, nämlich meinem Lieblingstuch. Es ist das Vertikaltuch. Das hier ist das Vertikaltuch. Das Vertikaltuch besteht aus dem gleichen Stoff wie die Tuchschlaufe. Es ist einfach viel, viel länger. Und es ist nicht so als Schlaufe aufgehängt oder wie hier, genau richtig schön zu sehen, beim Yogatuch als U-Form, sondern es ist quasi andersrum aufgehängt. Das ist immer noch ein Tuch. Ja? Und der Mittelpunkt wurde einfach nach oben verlegt. Und die beiden Enden, die habe ich hier in der Hand. Ein Vertikaltuch sollte immer viel, viel, viel länger sein. Und daran macht man richtig luftakrobatische Sachen. Ja, es ist auch immer an einem Punkt aufgehängt, na klar, mit einem Wirbel versehen, damit es sich auch schön drehen kann. Vertikaltücher sind immer verschieden breit. Unsere Vertikaltücher und Tuchschlaufen zum Beispiel, die sind immer 2,50 Meter bis 2,80 Meter breit. Dadurch, dass sie aber sehr dünn im Stoff sind, sind die auch für kleine Hände sehr, sehr gut geeignet. Hieran macht man hauptsächlich wirklich luftakrobatische Figuren. Das heißt also, wenn ihr euch steigern wollt, dann fangt ihr mit dem Yogatuch an, dann mit der Tuchschlaufe und dann mit dem Vertikaltuch. So, an einem Vertikaltuch nämlich hat man keine Möglichkeit, sich hinzusetzen oder hinzustellen, es sei denn, man hält sich fest oder stellt sich auf seine eigenen Füße. Hier kann man wunderschöne Abfaller machen und Figuren und sich rumdrehen und vertüdeln und komplett eintüdeln und auch eigentlich ziemlich viel Knoten. Das kann man auch machen. Und natürlich drehen. Ui! Vertikaltücher werden übrigens am häufigsten für Shows benutzt. Und hält natürlich den ganzen Körper unglaublich fit. So, das war der Unterschied zwischen einem Yogatuch, einer Tuchschlaufe und einem Vertikaltuch. Oft werde ich jetzt gefragt, kann ich das nicht irgendwie ein bisschen schlauer anstellen und vielleicht einfach ein Yogatuch kaufen und dann hänge ich das andersrum auf und dann kann ich das auch als Vertikaltuch benutzen. Nein, das kannst du nicht. Das Yogatuch kannst du wirklich nur für Luftyoga benutzen, da es wirklich nicht dehnbar ist. Wenn du dich in ein nicht dehnbares Tuch reinfallen lässt, ist das nicht so angenehm und gesund für deine Gelenke und deine Muskeln
und deine Knochen. Besonders für deine Wirbelsäule nicht. Deshalb ist ein Yogatuch nicht gut für Luftakrobatik geeignet. Eine Tuchschlaufe hingegen, die ist sehr gut für Luftakrobatik geeignet. Hatten wir ja schon, sie dehnt sich super gut und man kann sich sogar damit drehen. Deshalb kann man die auch ein bisschen länger lassen im Tuch. Ne? Das hier ist jetzt zum Beispiel eine 7 Meter Tuchschlaufe, 4 Meter Yogatuch und ein 12 Meter Vertikaltuch. Da habt ihr mal ein bisschen Gefühl, was so die Längen ausmachen. Ja, hier ist das natürlich auch alles an ein Beispiel aufgehängt. Die Tuchschlaufe, finde ich, hat schon eine schöne Höhe. Damit könnte ich jetzt eine wunderschöne Performance machen. Das Yogatuch haben wir jetzt hier ein bisschen verlängert, da es hier ein bisschen höher ist als eine normale Zimmerhöhe. Ja, die ist vielleicht ungefähr da so. Und das Vertikaltuch, finde ich, könnte nach meinem Geschmack noch ein bisschen länger sein, beziehungsweise die Decke höher. Ist aber durchaus auch in normalen Zimmerdecken oder an normalen Zimmerdecken anbringbar. Da reicht dann auch ein 8 Meter langes Vertikaltuch. Ne? Im Vergleich dazu, hier hängen 12 Meter. Das hier sieht jetzt natürlich auch nicht wie 4 Meter aus, ne? Von da bis da. Aber da es doppelt genommen ist, kommen da schon 4 Meter zusammen. Das da sind übrigens auch 5 Meter von der Decke bis zum Boden. Da beim Vertikaltuch aber immer ein bisschen Stoff unten liegen bleiben sollte, so ungefähr einen Meter, damit man mehr Tuch hat zum Knoten oben, rechnet man mindestens 2 Meter nochmal mit dazu. Dadurch, dass es doppelt gelegt ist, hat man schon mal 10 Meter plus die 2 Meter hier auf dem Boden, kommt man einfach auf 12 Meter. Bei der Tuchschlaufe ist das nun so, dadurch, dass sie auch doppelt gelegt ist, komme ich auf 7 Meter insgesamt. Und mit dem Überstand, der auch hier immer ein bisschen überbleibt, geht man natürlich noch ein bisschen, ein paar wenige Zentimeter jedenfalls, verloren. Die Tuchschlaufe, die kann ich als Vertikaltuch benutzen, wenn sie lang genug ist. Bei einer Zimmerdecke zum Beispiel von 3 Metern, da könnte ich eine 7 Meter Tuchschlaufe auch umgedreht aufhängen. Ja? Das heißt eben nicht an den zwei Enden, so jeweils, sondern so aufgehängt wie das Vertikaltuch in einen Figur 8 da oben eingebunden. Dann würde das bei einer 3 Meter Zimmerdecke auch funktionieren. So kann man natürlich auch das Vertikaltuch umgedreht aufhängen und alles, was an den Seiten überbleibt, ja, an Überstand, wenn das jetzt viel zu lang ist, beziehungsweise bei einer Zimmerdecke von 3 Metern wäre das Vertikaltuch 8 Meter lang und man hängt das Ganze als Tuchschlaufe auf. Da bleibt ganz schön viel hier über. Das macht aber nichts, das kann man hochknoten. Und zwar ganz einfach so. Wie ihr das genau hochknotet, das ist übrigens ein bisschen egal. Hauptsache, der Knoten da oben löst sich nicht. Und zack, hängt das weiter oben. Das könnt ihr natürlich dann ein paar Mal machen, ne? Je nachdem, wie viel Überstand ihr habt. Und ihr habt dann das komplette Tuch für euch verfügbar, ohne ständig hier reingreifen zu müssen. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt zum Thema Yogatuch, Tuchschlaufe oder Vertikaltuch oder sonst irgendetwas anderes Luftakrobatischem, dann könnt ihr gerne bei uns im Luftakrobatik-Shop die Blog-Einträge lesen, die FAQ-Videos angucken oder die Artikelbeschreibungen lesen oder mich anrufen oder mir eine E-Mail schreiben. Das ist alles möglich. Wir sind gerne für euch da.